Im Anfang war das Wort, und das Wort war flüchtig. Wie Atem in Winternächten stieg es aus den Mündern der ersten Menschen, kam es aus den Mündern von Affen und Eva und schwebte über ihren Mündern in der jungen Welt. Das Wort verblühte schnell an der Luft, sein Schall besaß nichts, das ihn trug. Von Lippen geboren, zu Ohren gekommen, ins Hirn übernommen und Antwort gegeben. Achtung vor Schlange, Achtung vor Mammut, willst du mal meine Keule sehen? Der Apfelbaum sieht schön aus. An Orten mit Menschen, da ballte es sich. Jägerinnen und Sammler warfen sich Worte zu, begannen Laute und Zeichen zu schärfen wie ihr Werkzeug aus Stein, begannen Sammlerinnen und Jäger sich zu verstehen. Gruppen wurden größer, über hunderttausende Jahre änderte sich wenig. Man sah Tiere und Pflanzen, sah Kälte und Hitze, doch niemand hatte das Wort je gesehen. Und dann ist das Wort Fleisch geworden, aus Mündern und Hirnen, von Händen auf Steine gebannt, auf Tierhäute, auf Birkenblätter, auf Papyrus, auf Platten aus Ton und Wachs. Der Drang zu schreiben, der Wunsch nach Administration. Registrieren, kennzeichnen, etikettieren, festhalten, weitergeben, Besitzanspruch und Selbstverwirklichung. Homo sapiens was here. Und es wurde geschrieben. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, im Keller unter unseren Pfahlbauten. Eine Überflutung und die Tontafeln weggeschwemmt. Name Lene, dieser Stauraum war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Schriftrollenlagerung im Kühlen und Dunklen, Getreideabgaben und Gottesbeweise. Dieses Wort wurde Fleisch für die Ewigkeit. Aufschreiben, abschreiben, verzieren. Krumme Rücken ein Leben lang. Vervielfältigen, von sturem Pflichtbewusstsein getrieben, gegen Einfältigkeit und Ungebildetheit anschreiben, gegen Amoral und gegen das Vergessen. In Palästen und Klöstern, man könnte ja vergessen, man könnte später ja brauchen. War die Ernte gut? Sind die Mongolen eingefallen? Hast du die Matura bestanden? Schreib es auf. Formal gesammelt, als Quelle gedacht, eine kleine obszöne Botschaft an die Nachwelt auf die Rückseite des Wahren und Schönen gekritzelt. Im Vorbeigehen eine Botschaft für einen ganz bestimmten Zweck der Jetztzeit in einen Steinquader oder den Spiegel eines Liftes geritzt. Schmierst du ausgebrannt an eine Hauswand? Marlene, es tut mir leid. Schon bist du Chronist deiner Zeit. Wenn die Hausverwaltung drüber pinselt, geht Wissen verloren, das an anderen Orten Ewigkeiten überdauert hätte. Auf dass die Scholastiker des 25. Jahrhunderts wissenschaftliche Abhandlungen darüber schreiben und sich eine ganze Generation von Gelehrten fragt, was tat ihm leid? Tat es ihm wirklich leid? Ein Wort in einem Bücherhort überdauert Jahrhunderte, Seiten ändern sich nicht. Wie der Bug ein Schiff durch ungezählte Gezeiten trug, ist das Buch das Fleisch, das das Wort durch die Zeiten trug. Vom Wiegendruck zum Bahndruck. Das Wort ist Fleisch geworden, ein Menschheitsleben und sechs Weltzeitalter lang. Das Wort ist Fleisch geworden im Buch, da stecken speckige Seiten drinnen und krumme Buchrücken, da stecken Venen drinnen und Knorpel. Leben und Sehnen, die Schrift ist Medium zwischen Seele und Körper des Wortes. Worte sind gesellige Wesen. Ein Buch fühlt sich am glücklichsten unter Büchern und kann doch am meisten ausrichten in Räumen, wo es das Einzige ist. Hat es in Bibliotheken und Bücherhorten in Leinen gebunden, Designen gefunden, kann es quer verweisen und mit anderen gepressten Bäumen um die Wette duften. Design für Jahrhunderte bringt es Regale zum Durchbiegen und Gottesreiche zum Einsturz. Ein dickes Buch bedeutet viel Druck. Bei 18 Grad und 50% Luftfeuchtigkeit bewahrt es sich selbst, bis der Staub gegen den menschlichen Willen gewinnt, erhalten und einsehbar, solange die pergamentale Gesundheit es zulässt. Wenn man ein Buch aufklappt in der Luft und die schweren Deckel um eine Fliege zusammenklatschen lässt, ist die Fliege tot. Sie klebt als schwarzer Fleck zwischen den Seiten und hat die Fliegenform verloren. Wenn man ein Buch aufklappt und die schweren Deckel rund um ein Stück Wissen zusammenklatschen lässt, dann ist das Wissen tot und hinterlässt einen schwarzen Fleck in Buchstabenform auf der Buchseite. Kaum getrocknet ist das Wort schon veraltet, überholt und schwer auszusprechen. Man erkennt, dass sich in die ewige Wahrheit ein Tippfehler eingeschlichen hat und muss alles von vorne drucken. Das war einmal und ist noch heute. Doch daneben hob das Wort zur Zeitenwende an und fuhr aus seiner jahrtausendealten, immer neu geformten und doch gleich gebliebenen Haut. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Aber was ist aus dem Wort geworden, seit es Server verbunden im Äther schwebt und digital zugänglich ist? Ein Buch, das kann man austrinken und es ist immer noch voll. Das Internet kann man nicht austrinken. Das Wort ist explodiert. Es passt nicht mehr zwischen zwei Buchdeckel, nicht mehr zwischen alle Buchdeckel der Welt. Es lässt sich nicht mehr zähmen und nicht mehr schwärzen. Es gehört allen und niemandem. Du kannst es nicht verbrennen, du kannst es nicht mehr riechen und ans Herz drücken.
Es ist überall und nirgendwo. Bei einem Blackout erlischt es. Das digitale Wort ist fleischlos. Es hat seine fleischliche Hülle abgestreift. Es hat sich zurückgezogen aus dem irdisch Fassbaren und ist zurückgegangen zu Gott. Es hatte keine Lust mehr, unter uns zu wohnen und mit dem Besenstiel an die Decke zu klopfen, wenn wir um Mitternacht Sackhüpfen oder ein Stepptanz-Battle veranstaltet haben. Das Wort ging ab durch die Decke. Das Wort geht jetzt durch Wände, geht jetzt durch Länder und Sprachen in einem Fingerschnipsen. Das Wort ist auferstanden aus dem Buch und entzieht sich unserer Fassbarkeit. Statt vielbändiger, wissensbändiger, mit geleimtem Einband kehrt es heute Zeiten um und lässt sich nicht mehr ergreifen. Es ertrinkt in einem Meer aus Masse und Beliebigkeit. Das Wort verstummt nicht mehr und kann nicht mehr vergessen werden. Doch seine Bedeutung ist dort, bei den Servern zur Rechten Gottes, nur mehr ein Schatten ihrer selbst. Das Wort verwandelt sich zurück in die Hieroglyphe. Von der auf gegerbte Tierhäute gekritzelten karolingischen Minuskel zum Emoticon war es ein weiter Weg. Von der Muskelkraft benötigenden Keilschrift über die Wachstafeln der alten Römer bis zu Times New Roman war es ein weiter Weg. Heute produziert man Wörter im Takt des Flügelschlages von Kalibri. Den digitalen Stencil in der Hand steckt jeder Publisher sein Areal ab. Der Durchschnittsmensch hat heute die Aufmerksamkeitsspanne von einem Glas Essiggurken. Aber wenn man so einen Durchschnittsmenschen in der Mitte durchschneidet, sieht man, dass der auch heute noch aus Fleisch besteht. Und wenn man so ein Buch aufschlägt, dann sieht man, dass das auch heute noch aus Wörtern besteht. Wie bei einem Ei sieht man erst nach dem Aufschlagen, was wirklich drin ist und sollte sich nicht nur von der Schale ein Bild machen. Im digitalen Raum ist das anders. Da fliegen die Wörter ohne Seiten herum, ohne rechten Anfang und ohne Ende, sich immer weiter ausdehnend wie ein ständig wachsender, kosmisch herumfliegender Haufen Essiggurken, die am Glas entkommen sind, wie ein Eiklar und ein Eigelb ohne Schale, wie ein stetig größer werdendes Rindschnitzel ohne Kuhhaut drumherum, die es bändigt. Adam und Eva, Eiklar und Eigelb, Yin und Yang. Ich glaube an das Wort in all seinen Formen, aber ich glaube auch an das Buch. Ein Buch, so saftig wie der Schoß der Jungfrau Maria, so schön und mächtig wie die Grundfesten der Erde und so stark duftend wie alles, was du jemals gefühlt hast und fühlen wirst. Ich glaube an das ewige Leben dieses Fleisches. Danke.